So, liebe Gäste, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich unseres Heimspiels gegen den TSV Stadtberg. Ich darf etwas um Ruhe und Aufmerksamkeit bitten. Vielen Dank. Ja, Endstand 0:0, 1423 Zuschauer heute hier bei uns im Waldstadion. Bei mir jetzt die beiden Trainer, zu meiner Linken vom Gäste-Trainerteam, Hüsnü Tahiri, herzlich willkommen. Und zu meiner Rechten unser Trainer Danny Schwarz. Herr Tahiri, Ihr Statement zum Spiel heute. Ja, danke, hallo zusammen. Gut, es erwartet schwere Spiele. Ist auf uns heute zugekommen. Das hat man gemerkt, die ersten Minuten oder die erste Viertelstunde, 20 Minuten, diese Druckphase, die wir leiden müssten. Aber ich sag's, oder wir sagen es der Mannschaft immer wieder, die Arbeit gegen den Ball ist immer enorm wichtig im Fußball, nicht nur mit dem Ball. Schön spielen kann immer jeder und das haben wir bis dahin gut gemacht. Haben auch wenig zugelassen und im Großen und Ganzen muss ich ganz ehrlich sagen, was die Mannschaft heute wegverteidigt hat an Eckbällen, wo man weiß, Mändler, Brandbomben, Einwürfe. Ja, wir haben ja in den Phasen oder in diesen Standardsituationen mit dem Einbruch eingezogen, mit 10, 11 Mann ja, unser Tor verteidigt. Und am Ende des Tages die Null gehalten. Ja, dann haben wir nach 20, 25 Minuten oder ich weiß nicht mehr genau, die Riesenchance von Jonas Singer, welche Minute es war, das habe ich seit Wochen auch gesagt. Wir sagen das seit Wochen, wenn wir da einfach ein bisschen mehr so diese Killer in uns haben und da das 1-0 machen, ja, dann wurde es hier vielleicht noch mehr Selbstvertrauen. Haben wir nicht gemacht, aus der Position musst du den Ball wenigstens aufs Tor bringen. Das hier macht keine extra und haben dann kurz vor der Halbzeit nochmal das Glück, dass Mendler den Ball vorbeischiebt und das haben wir auch immer klar und deutlich angesprochen, die tiefen Aufwege, die auch schwer zu verteidigen sind mit ihren Flügelspielern, die oft in den Halbbein sind, plus die zwei Stürmer noch, haben wir das auch bis zur Halbzeit echt gut wegverteidigt und gut, dann sind sie einfach durchgekommen, hatten die Riesenchance, aber ich glaube, es wäre nicht verdient gewesen, da jetzt das 0-1 oder das 1-0 zu kassieren. Zweite Halbzeit. Ja, war es irgendwo ein ausgeglichenes Spiel und auch da haben wir ja, wieder die gleichen Tone wie in der ersten Halbzeit mit reingebracht. Die Arbeit gegen den Ball, die ist halt wichtig und wenn wir das immer weiter so fortführen, dann sind wir auf einem guten Weg. Ja, wir haben unsere unkomplizierte Spielidee, die wollen wir auch immer reinbringen, die kriegst du auch nicht immer rein, weil es steht auch ein Gegner gegenüber, die können auch kicken und wir fahren jetzt mit einem Punkt nach Hause. Wenn man so das Spiel nüchtern betrachtet in der zweiten Halbzeit, wenn ich jetzt überlege, eine hundertprozentige Chance habe ich jetzt von Hamburg nicht gesehen, natürlich, war der Druck groß. Ah, stimmt, okay, die habe ich vergessen, danke. Hummel hat eine riesen Chance, sehr aufmerksam, top. Den Aaron im Zentrum spielt, meine ich, darf es nicht machen. Ja, haben wir auch klar gesagt, vermeidet diese Bälle im Zentrum, über die Breite in die Tiefe zu kommen und in dem Moment haben wir uns was fast gepackt und ja, gut, am Ende ist es, glaube ich, ein verdienter Punkt. Weil wenn du siehst, dass Justin Steinköder vor dem Tor, der Torwart gut abwehrt und den Nachschuss, leere Tor, Chris Meyer drüber schießt, dann fährst du dann vielleicht mit 3 Punkten raus, aber im Großen und Ganzen war es gerechtfertigt, das 0-0. Und wir sind da jetzt auch nicht negativ, positiv eingestimmt. Wir nehmen den Punkt gerne mit und Danny, euch alles Gute für die Zukunft und bis dann, ciao. Ja, vielen Dank. Danny, dein Kommentar zum Spiel. War ein komisches 0-0. Es fühlt sich komisch an. Ich weiß auch noch nicht so recht, was ich damit machen soll. Gerade eben ist das Wort Killer-Mentalität oder sowas gefallen. Ich glaube, der ist uns heute leider Gottes abgegangen. Ich glaube, wir haben über die 90 Minuten mehr vom Spiel gehabt. Wohl wissen, dass da ein Gegner mit einer sehr, sehr gefährlichen Offensivreihe auf dem Platz steht, die immer individuelle Qualität plötzlich zum Vorschein tragen, plus ihre Konter mit Geschwindigkeit. Und das hat das Ganze so schwierig gemacht. Sie haben das sehr gut verteidigt, wir haben wenig Räume gefunden, waren aber auch, muss man sagen, die Aktionen, wo wir hatten, viel zu unsauber. Da ist der letzte Ball wieder nicht angekommen. 3-2 Situationen. Also, da wäre noch viel, viel mehr möglich gewesen. Ich glaube aber trotzdem, dass das Tor für uns in der Luft lag, auch in der ersten Halbzeit. Ich weiß nicht, wie oft der Ball am 16er frei gelegen ist, wo wir wieder nicht zum Schuss kommen oder nochmal querlegen. Und da ist eben diese Killer-Mentalität ist uns heute da abgegangen. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen offener, das Spiel.
Und ich kann die Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben alles versucht heute, dass sie den Ball über die Linie drücken. Leider ist unsere Standardqualität halt nicht zum Tragen gekommen. Wir haben, glaube ich, auch wieder 8-9 Ecken gehabt. Und dann, wie? 7-0 Ecken. 7-0, ja, das verdeutlicht ja so ein bisschen auch den Spielverlauf. Das lügt er dann auch nicht. Und dann war die Riesenchance von David, wo komplett allein vom Torwart ist. Aber das ist leider Gottes der Fußball. Der macht sich auch extreme Vorwürfe. Aber ja, es wäre schön, wenn er in jedem Spiel trifft, aber romantisch oder naiv sind wir dann auch nicht. Und so gehört er zur Wahrheit auch dazu, dass der Tom uns dann auch im Spiel hält, wo er das sensationell hält, diesen Ball, diese Großchance. Und am Ende des Tages weiß ich noch nicht, ob ich zufrieden oder ob ich sauer oder fröhlich bin, keine Ahnung. Ich weiß nur, wir haben hinten wieder die Null gehalten, zum fünften Mal in Folge. Wir müssen jetzt mit diesem Punkt leben. Ja. Wie es mein Kollege gesagt hat, es hätte auch dann plötzlich 1-0 für Steinbach heißen können. So nehmen wir den Punkt mit, sind weiterhin eine sehr, sehr lange Zeit ungeschlagen und das wollen wir mittragen in dieses Spitzenspiel am Freitag. Euch auch alles, alles Gute, kommt gut nach Hause und eine gute Zeit. Vielen Dank. Gibt es sonst der große Fragen an die beiden? Fehlt Ihr Mut? Der Mut, Herr Schwarz, aus 16, 20 Metern mal drauf zu schießen, sehe ich eigentlich sehr selten. Wir hatten oft die Chance. Ja. Ich denke jetzt gerade an Lukas Quirin, der 20 Meter vom Tor den Ball bekommt. Und dann sind wir wieder bei der Konzentration. Nee, der kann dann, der erste Kontakt ist schlecht. Dann fliegt der Ball halt 2 Meter nach vorne und dann kommt er wieder nicht zum Schuss. Er hätte ewig Zeit gehabt. Das meine ich damit. Ja. Mut, weiß ich nicht. Ich ermutige meine Spieler, zum Abschluss zu kommen. Ich habe es auch in der Halbzeit nochmal gesagt. Und auch für die Spieler, die reinkommen, dass wir den Abschluss suchen müssen. Der Niklas Jörg hat es zweimal gemacht. Da gibt es einen Eckball, der Ball wird abgefälscht. Es passiert was. Und da müssen wir die Jungs ermutigen. Einfach diesen Killerinstinkt und nicht so viel denken, sondern einfach mal Augen zu und einmal durch. Und nicht immer noch der besser Positionierte, wobei ich das auch nicht so schlecht finde, wenn man der besser Positionierte sieht. Aber so 18 Meter vom Tor, 16 Meter, irgendwann geht er mal einem durch die Beine oder wird abgefälscht. Und das habe ich heute schon auch ein wenig vermisst. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann unseren Gästen gute Heimfahrt, viel Erfolg für die nächsten Spiele. Und für uns geht es weiter am Freitag in Offenbach. Gute Zeit und auf Wiedersehen.